8 Studioalben hat Helene Fischer bislang veröffentlicht, zuletzt Rausch im Jahre 2021, von denen die Hälfte direkt auf Nummer 1 der Charts geschossen ist. Musikalisch bewegt sich die Atemlos-Interpretin inzwischen zwischen Schlager und Pop, doch in ihrem großen Songrepertoire finden sich auch andere Einflüsse. Da den Überblick zu behalten, fällt der Schlagersängerin mittlerweile schwer. Ein Umstand, der ihr am Samstagabend, 2. November, besonders ungelegen kommt? Denn bei Klein gegen Groß tritt die Chartstürmerin gegen die 10-jährige Johanna an, die ihr Idol zu einer ganz besonderen Wette herausfordert. Ich erkenne bei 3 gleichzeitig auf Geigen gespielten Helene Fischer Songs mehr Titel als Helene Fischer selbst, so das junge Mädchen selbstbewusst. Doch die Promi-Gäste in der von Kai Pflaume, 57, moderierten Familiensendung sind sich größtenteils sicher, Johanna hat keine Chance. 3 von 4 Stars, darunter die FB-Liebling Niklas Füllkrug, tippen deshalb auf die Schlagerqueen, nur Nachrichtensprecher Ingo Zamperoni, 50, wettet gegen sie. Helene Fischer geriet direkt zu Beginn ins Straucheln. Während Johanna Runde um Runde alle 3 der gleichzeitig erklingenden Songs richtig benennen kann, wirkt ihre Kontrahentin überfordert. So überhört sie gleich im ersten Durchgang mit Rausch einen ihrer aktuellsten Hits. In Runde 2 wird der Ex von Florian Silbereisen dann plötzlich bewusst, dass sie manche ihrer Lieder gar nicht mehr richtig kennt. Ich habe die Melodie im Kopf, aber ich weiß den Titel nicht. Wie heißt er denn, gesteht sie ratlos. Auch, als sie sich die Melodie leise vorsingt, will ihr der Songname partout nicht einfallen. Und nicht nur das, den Text weiß sich auch nicht, stellt sie fest. Es muss ein älterer Song sein. Auch in den folgenden Durchgängen sind es vor allem die Lieder aus ihren Anfangstagen, die ihr Schwierigkeiten bereiten, mit denen bin ich nicht mehr so vertraut, erklärt sie. Am Ende muss sich die Musikerin geschlagen geben, Johanna fährt 12 von 12 möglichen Punkten ein, ihre prominente Duellgegnerin nur 7. Doch die Schlagersängerin grämt sich nicht. Stattdessen zeigt sie sich von Johannas herausragender Leistung zutiefst beeindruckt und lädt das Mädchen und ihre Eltern anschließend auf ihre 2026 stattfindende Stadiontour ein. Gesungen wird dann auch noch, immerhin hat die 40-Jährige jüngst ein neues Album herausgebracht. Doch auf Helene Fischers Kinderlieder-CD befindet sich ein Titel, der umstritten ist.